Hormon ist Cholesterin. Cholesterinarm Leben, Cholesterin runterdrücken, Hauptsache alles wieder weg. Sonst kriege ich Arteriosklerose, Kreislaufbeschwerden. Boah, Horror. Ist dem wirklich so? Nee, schauen wir uns an. Jedenfalls ist es so, dass die Pharma damit ein Riesengeschäft macht. 27 Milliarden Euro Umsatz. Dass die Fettsenker, die chemischen Fettsenker, gibt es so seit 20 Jahren. Boah, da geht was. Und außerdem macht's jeder, oder? Muss also richtig sein, muss gut sein, Fett zu senken. Also Cholesterin zu senken. Durch chemische Fettsenker. Sind denn die Cholesterine eigentlich Fett? Fette? Lipide? Nein. Chemisch gesehen sind sie Alkohole. Aber das nur nebenbei. Was wissen wir über Cholesterin? Wir können es zu uns nehmen. Also durch die Nahrung nehmen wir es auf, wenn wir Schokolade essen, wenn wir Sahne trinken. Und die ganzen leckeren Dinge, die es so gibt, wenn wir die essen, die Fetten, dann steigt natürlich Cholesterin, oder? Ja, 10% ziehen wir uns aus der Nahrung. So ungefähr, vielleicht ein bisschen weniger. Etwas mehr als 90% bildet unsere Leber. Warum tut sie das nur? Um uns zu ärgern? Ich glaube nicht, das wäre ziemlich unlogisch. Und unser System ist so gut. Das kann sich eigentlich an der Stelle nicht irren, wenn es das physiologisch macht. Also, wofür brauchen wir nun Cholesterine? Tja, da gibt es eine ganze Menge. Wir brauchen Cholesterin für unsere ganzen Hormone. Das ist essentiell. Cholesterin ist ein Bestandteil unserer Hormone, ein Grundbaustein sozusagen. Wir brauchen Cholesterin für unsere Zellwände, die geben nämlich die Stabilität. Ohne die ist die Zelle nicht so gut stabilisiert, wie sie sein sollte. Wir brauchen die Bausteine des Cholesterins für die Gallensäure. Und die wiederum brauchen wir, um unsere Fette aus der Nahrung zu spalten. Und sie regt außerdem die Darmmuskulatur an. Schlecht, wenn wir sie nicht haben. Ja, dann brauchen wir die noch fürs Gedächtnis, um Schaltstellen ordentlich zu bilden. Und die Nebenniere, die besteht zu 50% aus Cholesterin und sogar das Herz zu 10%. Ich hoffe, ich habe da nicht ein Wesentliches vergessen. Doch, ich habe was Wesentliches vergessen, nämlich Vitamin D. Ohne Cholesterin kein Vitamin D. Und das wissen wir, brauchen wir. Ja, das habe ich eben schon gesagt, Cholesterin wird in der Leber gebildet. Und wir haben eine Art Cholesterinkreislauf. Cholesterin wird in der Leber gebildet, weil es sich nicht in Wasser löst, also nicht wasserlöslich ist, muss es ein Transportvehikel haben, ein Transportprotein, um von der Leber zu seinem Zielort zu gelangen. Das sind die Organe, die Zellen. Und das passiert von der Leber zu den Zellen über das LDL, das gewöhnlich für schlecht verschrieben ist. Das ist das eine. Dann wird das Cholesterin benutzt. Und was nicht benötigt wird, kommt wieder zurück zur Leber über das HDL als Transportprotein. Dort in der Leber wird es dann recycelt und wiederverwendet. Ja, eine ziemlich ausgeklügelte Geschichte. Wir sehen, Cholesterin ist total wichtig. Tja, jetzt muss ich eben einmal gucken.
Genau. Wir haben dann Zeiten, zu denen wir etwas mehr Cholesterin sogar brauchen. Das könnte man dann wahrscheinlich sogar auch in den Werten ablesen. Und wir schreien, Hilfe, zu viel Cholesterin. Das sind Zeiten, in denen wir akut erkrankt sind oder chronische Erkrankungen haben, wenn wir total viel Stress haben, weil das übersäuert unser ganzes System, dann brauchen wir auch mehr Cholesterin. Wir brauchen es, wenn unser Insulinspiegel hoch ist, zum Beispiel nicht durch zu viel Fett, nein, aber zu viele Kohlenhydrate. Kohlenhydrate, nebenbei Zucker. Zu viel Zucker, zu viel Insulin im Blut benötigt mehr Cholesterin. Und natürlich der beginnende Diabetes mellitus bei dem Typ 2. Genau, also das ist jetzt sozusagen unsere Ausgangsbasis, von der wir mal überlegen sollten, warum denn Cholesterin eigentlich steigt und was uns das so sagt. Und ich bin ein totaler Freund der Selbstregulation, das heißt, ich bin auch davon überzeugt, dass unser Körper immer versucht, das Optimum wieder rauszuholen. Und wenn dann das Cholesterin hoch ist, dann heißt es doch auf der anderen Seite, irgendetwas liegt in dem Stoffwechsel an Störung vor. Irgendwas. Und das sollten wir tunlichst herausfinden, um dann die Problematik, die eigentlich dahinter steckt, hinter dem hohen Cholesterin, zu beseitigen oder beseitigen zu können. Oder zumindest zu wissen, wo wir denn ansetzen wollen. Weniger Fett essen an der Stelle haben wir eben gesehen, bei nur 10% Cholesterinaufnahme über die Nahrung bringt also nicht wahnsinnig viel. Und ich kenne nicht wenige, die essen ganz wenig Fette und trotzdem ist Cholesterin hoch. Was soll also das? Wenn wir jetzt sagen, im übertragenen Sinne, das Cholesterin stärkt die Zellwand, bildet einen Schutz dadurch, also einen Schutz für die Zellmembran, dann könnte man weiter etwas philosophieren, also das ist jetzt auch nur eine Hypothese oder ein Gedankenspiel, dass unser Körper doch, wenn er viel Cholesterin hat, viel Schutz benötigt. Und wenn er viel Schutz benötigt, dann eben, damit er sich vor äußeren Einflüssen schützen kann. Und wenn er eben zu wenig Cholesterin auf der anderen Seite hat, dann wird er sich nicht genügend schützen können und ist dann ja sehr stark beeinträchtigt durch äußere Einflüsse. Er ist sensibel, übersensibel vielleicht sogar. Man könnte auch sagen, er ist dünnhäutig. Sensibel und dünnhäutig. Ja. Das würde dann so eine Art Rückzug nach sich ziehen. Und wenn der Mensch das dann nicht tut, weil er auf seine Sprache des Körpers einfach nicht hört, ja, dann reagiert der Körper oftmals mit einem Zwangsrückzug. Ihr wollt wissen, was das ist? Krank sein. Er kommt mit irgendeiner Krankheit daher. Und manchmal ist es so, dass wir sogar Übergewichtige, manchmal sogar stark Übergewichtige sehen, die nicht etwa zu viel Cholesterin haben, nein, sie haben zu wenig. Und dieses Fett, das bildet dann sozusagen eine Schutzschicht, eine Ersatzschutzschicht für die Schutzschicht oder für den Schutz der Zellmembran. Das heißt, solange die Zellmembran nicht stärker wird, weil das Cholesterin fehlt, dieser Zellschutz fehlt, dann tun wir gut dran, wenn wir nicht einfach diese übergewichtigen Menschen, Patienten vielleicht, zum Abnehmen animieren und sie unter Zwangsdiäten oder ähnliches stellen. Denn das gibt nur noch mehr Problematiken nachher. Also erst müssen wir den Zellschutz gewährleisten und dann
kann man abnehmen. Ansonsten gibt es nur noch mehr Probleme. Ja, wenn man allerdings relativ viel HDL hat, dann steht man meist ganz gut da. Man hat den Zellschutz, denn so viel wird hier gar nicht benötigt, wie wieder zurücktransportiert werden muss. Diese Menschen, die scheinen sich glücklich schätzen zu können, denn sie stehen ihren Mann und können auch die äußeren Einflüsse gut bewältigen und freuen sich vielleicht sogar auch über diese. Ja, also wir sehen, dieses zwanghafte Herunterdrücken von Cholesterin kann tatsächlich Nachteile mit sich bringen. Und was jetzt Statine, also diese chemischen Fettsenker, mit sich bringen, das möchte ich jetzt auch nochmal ganz kurz beleuchten. Denn typische Nebenwirkungen sind zum Beispiel Muskelschmerzen. Und die kommen dadurch, dass die Statine vermehrt das Coenzym Q10 verbrauchen. Das Coenzym Q10, Entschuldigung, ich glaube, ich habe mich eben versprochen. Das ist dafür da, den Muskelaufbau zu gewährleisten, und ohne den kriegen wir eben dann Schmerzen, also ohne das Cholesterin, was beziehungsweise das Coenzym Q10, ja, haben wir dann eben da an der Stelle Probleme. Wenn dann das Cholesterin unten ist, haben wir eben ja schon mal gesagt, das Hirn braucht Cholesterin für die Schaltstellen, und auch da geht dann die Leistung runter, und wir überlegen sogar tatsächlich im Moment, ob es nicht das chemische Fettsenken ist, was die Menschen für Alzheimer prädisponieren. Das ist zumindest eine starke Überlegung. Ja, wenn denn die Zellwände nicht ordentlich stabilisiert sind durch eben fehlendes Cholesterin, dann kann es auch zu Hirnblutungen kommen, insbesondere wenn da so mal vorher schon Problematiken bestanden. Ja, die Schilddrüse ist dann auch noch so ein Problem, denn wir haben ja eben gesagt, Cholesterin ist ein wichtiger Bestandteil der Hormone. Wenn eben die Hormone nicht ordentlich gebildet werden, dann schreit das TSH, ich muss gebildet werden, oder ich bilde mich. Es steigt also an, um nach mehr Futter und Hormonen eben zu fragen. Also Futter im Anfang, ne? Nicht wirklich Futter. Genau. Ja, also wenn das Cholesterin als Baustein fehlt, kann das TSH lange ansteigen, um mehr Hormone zu stimulieren. Das funktioniert dann leider nicht. Als Folge haben wir dann einen trägen Stoffwechsel und ja, Gewichtszunahme. Wie sollte es anders sein? Also wir haben dann eine Schilddrüsenunterfunktion. Ja, weiter sieht man dann noch Haarausfall, Schwindel, Juckreiz, Leberfunktionsstörungen und gegebenenfalls auch Schlafstörungen. Und man diskutiert auch, ob nicht vielleicht Krebs an der Stelle durch zu wenig Cholesterin es leichter hat, anzugreifen. Und ja, also das ist eine These: mit hohem Cholesterin hat man einen Schutz vor Krebserkrankungen, zumindest einen Teil. Und mit zu wenig Cholesterin sind wir eben anfällig für Krebserkrankungen. Also mein Fazit: bei zu hohem Cholesterin sollte man dringend analysieren, wo denn die Ursache liegt dieser Stoffwechselproblematik. Ja, die muss man beseitigen, die Ursache. Dann klappt es auch wieder mit dem Heilen, mit dem Gesundwerden. Die Regulierung kann wieder eintreten, die Selbstregulation, und das ganze System kann wieder fließen. Der Kreislauf läuft wieder, alles ist wieder rund. Das ist doch eigentlich ganz schön. Und Fettsenker, meines Erachtens, lösen seltenst das Problem. Und oftmals verstärken sie es einfach. Das ist, ja, einfach kurz gesprungen mit den Fettsenkern.
Und mal wieder sieht man in der Medizin, dass sich Detektivarbeit lohnen kann, da die richtigen Schlüsse zu ziehen, was denn ursächlich das Problem ist. Und dieses dann anzugehen, um dann den Menschen in Heilung zu schicken. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.